Der Herr, dein Gott, ist mit dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Worte aus dem 5. Buch Mose. Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert. 40 Jahre auf der Suche nach der Heimat, nach dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, nach dem Land, aus dem sie, ihre Vorfahren, schon einmal kamen. Der Herr, dein Gott, ist mit dir gewesen. Du hast keinen Mangel gehabt. Ich vermute, die Menschen, denen diese Worte Gottes gesagt wurden, hätten ihm energisch widersprochen. Die ganze Wüstenwanderung ist überschattet vom Murren der Menschen. Am Anfang klagen sie: Wie gut war es doch in der Sklaverei, wir hatten so viel zu essen, den Hunger hatten sie vergessen. Und dann beklagen sie sich immer wieder. Sie beklagen sich, dass sie zu wenig Essen haben, dann haben sie Essen und es schmeckt ihnen nicht. Sie beklagen sich, dass sie zu wenig Wasser haben, dann haben sie Wasser, aber sie sind wieder nicht zufrieden. Sie wünschen sich, dass jemand ihnen sagt, wo es lang geht, aber als dann Mose und Aaron ihnen den Weg sagen, auch dann sind sie nicht zufrieden. 40 Jahre, eine anstrengende Zeit, die wir uns alle so nicht vorstellen können. Und dann im Rückblick, kurz bevor sie das Ziel erreichen, Gottes Satz: Der Herr, dein Gott, ist mit dir gewesen. Ich bin bei dir gewesen. Ich habe es mit ausgehalten, dass der Weg schwierig war. Ich habe dein Murren immer wieder aufgenommen, immer wieder angenommen. Ich habe immer wieder gezeigt, dass ich da bin. Gott ließ den Menschen immer wieder Zeichen zukommen. Und wenn wir heute auf unser Leben blicken, war Gott dann da? Was sind die Zeichen seiner Nähe? Immer wieder erleben wir es, dass Gott sich uns Menschen zuwendet. Er schickt uns Menschen, die uns helfen. Er schickt uns Fröhlichkeit ins Herz. Er schenkt uns einen wachen Geist, damit wir unseren Lebensweg finden. Gott wendet sich uns Menschen immer wieder aufs Neue zu. Aber wir müssen es wahrnehmen, achtsam sein. Und wenn Gott bei uns ist, dann kann der Weg durchaus anstrengend sein. So wie der Weg durch die Wüste für die Menschen damals, so auch unser Lebensweg heute. Aber Gott geht unseren Weg mit uns. Er ist sogar durch den Tod hindurchgegangen, damit wir wirklich niemals allein sind. Das soll uns Mut machen und Hoffnung für heute und für morgen. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen. Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Blühende Bäume haben wir gesehen, wo niemand sie vermutet. Sklaven, die durch das Wasser gehen, das die Herren überflutet. Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie stumme Sprachen. Durch tote Fensterhöhlen kam der Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen.
Zeichen und Wunder sahen wir geschehen in längst vergangenen Tagen. Gott wird auf unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Auferstehung. Sie zählten dich unter die Missetäter. Sie beschlossen deinen Tod. Sie gruben dich ein. Doch es ging auf, die gefährliche Saat, das unzerstörbare Leben, das brachte den Stein ins Rollen. Sie wollten dich unter die Erde bringen, aber sie brachten dich unter die Leute.